it's just you. Well, times can be tough. Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute ein Unboxing von den Tarotronics Bluetooth Kopfhörern 4.1 in ihr. Ich habe mir die gekauft, weil ich habe keinen Bock mehr auf Kabel. Und ich habe mir die bei Amazon geholt für 22,99 € bei Amazon Prime. Also nur einen Tag da. Hier ist eine ganz schlechte Verpackung. Aus Pappe. Hier stehen noch ein paar Adressdaten drauf. Tarotronics.com. Wireless Stereo Headsets, Headphones. Und ich würde sagen, machen wir mal auf. Machen wir es am besten auf. Ah, hier. Also hier haben wir, was ist das? Achso, Garantie. Das sind die Kopfhörer. Das hier sind ein paar Aufsätze für die Kopfhörer, damit sie besser im Ohr sitzen und so weiter. Verschiedene Größen und alles. Dann haben wir hier noch ein Flachband-Ladekabel, Micro-USB. Sieht ganz gut aus. Dann haben wir hier noch eine schöne Hülle, die fühlt sich sehr gut an. Gutes Material, fühlt sich wirklich sehr gut an. Und hier haben wir noch die ganz normale Anleitung. So, kommen wir jetzt mal zum Hauptteil, zu den Kopfhörern selber. Machen wir erstmal auf hier. Und so sehen die Kopfhörer aus. Hier haben wir noch die Lautstärkewippe mit Mikrofon, lauter, leiser. Da kann man auch sein Handy also weitermachen, die Lieder lauter, leiser halt sprechen und auch direkt aufladen da dran. Es ist kompatibel mit Android und Apple Produkten und sind magnetische Headsets. Was genau damit gemeint ist, weiß ich gerade gar nicht so genau. Moment. Ah, genau, man kann sie so zusammen machen, damit man sie nicht verliert oder sowas. Oder wenn man sie im Hals hin hat, dann kann man sie zusammenklippen sozusagen, dass sie halt wie so eine Kette sind. Sie sind wasserdicht, beziehungsweise spritzwassergeschützt und ja, man kann bis zu 5 Stunden ununterbrochen telefonieren und Musik hören. Durch Bluetooth 4.1 kann man, also ist eine stabile Verbindung da und wird schnell verbunden. Die unterstützen den aptX-Codec und den CVC 6.0 lärmdämmende Technologie, reduziert Verzögerung und Geräusche von außen. Und ja, das war's dann auch schon wieder. War ein relativ kurzes Unboxing und ich werde mir sie gleich nochmal anhören und euch dazu nochmal meine Meinung sagen und bis dann. Hey Leute, da sind wir wieder und ich habe die Kopfhörer getestet. Die haben echt einen schönen Klang. Die Tiefen, also der Bass ist jetzt nicht so ausgeprägt, eher so die Höhen. Also, man darf jetzt auch nicht so viel erwarten für 22 Euro, aber hören sich gut an, sind bequem, halten gut im Ohr und ja, wer für wenig Geld gute Bluetooth-Kopfhörer, die bequem sind, haben möchte, der kann sich gerne die bestellen. Ich packe den Link in die Beschreibung und wir sehen uns morgen wieder bei 2 neuen Videos. Ich habe ein bisschen jetzt vorproduziert, damit ich das noch einhalten kann während der Arbeitszeit. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.